Hallo meine Lieben und willkommen zu einem neuen Video. Eigentlich wollte ich mit Christoph starten bzw. euch mit Christoph mein Projekt zeigen, aber er meinte, dass Hogwarts Castle kann nur vorgestellt werden, Hallo, wenn Freunde. Ein Zug fährt. Ja, was vollkommen richtig ist, Rita, schwenkt mal die Kamera und zeigt lieber was Wichtigeres. Es ist aber nicht der Hogwarts Express. Es fährt nämlich heute wieder mal ein Zug. Und zwar die sagenumwobene 4511 kommt hier um die Kurve. Ist nach wie vor, auch wenn man ihn hassen kann wie die Pest wegen der großen Formteile, einer meiner Lieblingszüge. Und er fährt hier ohne Probleme durchs Layout. Man braucht sich nicht um ihn kümmern. Er ist eingestellt auf, ich glaube, Tempo 4. Und er fährt wie eine Gazelle hier durch das Lego City Layout. Ein Traum. Und hat sogar Licht eingeschaltet. Was auch immer das mit Hogwarts zu tun hat, meine Lieben. Ich weiß es nicht, aber wenn es Christoph glücklich macht, macht es ja auch. Er wird uns auf jeden Fall glücklich. Das Video ein wenig versüßen. Ja. Zurück zu dir, liebe Rita. Und ein Krach im Hintergrund. Großen Fortschritt ja. In der Hogwarts-Anlage. Ich gehe mal einen Schritt zurück, damit ihr da irgendwie einen besseren Blick habt. Es ist Hogwarts-Zeit und ich weiß, ich habe da vorne etwas umgerissen, die Dementoren liegen herum, aber wie oft ich die jetzt schon aufgestellt habe, unzählige Male. Und die Monorail-Schiene wieder abgebaut. Ja. Ich wollte für euch auch die Monorail fahren lassen, aber geht nicht. Geht nicht, wurde von mir gekappt aus Sicherheitsgründen. Und ja, ich habe euch ja schon gesagt, ich hatte vor, Hogwarts umzustellen und es war wirklich nervenaufreibend, dass das irgendwie alles dann so zusammenpasst, wie ich mir das vorstelle. Aber ich bin jetzt eigentlich recht zufrieden. Es ist natürlich noch nicht fertig, aber ich habe mir gedacht, ich zeige euch mal, was ich bisher gemacht habe. Hier vorne hat sich nichts getan, also hier auf der linken Seite, die große Halle ist noch immer dort, wo sie war. Auch dieser Uhrturm hier, alles noch beim Alten. Und auch diesen Durchgang hier wollte ich hier belassen, weil wir eigentlich hier den Weg gepflastert haben. Der Weg ist jetzt irgendwie nicht mehr ganz richtig, also der führt nicht mehr zum Eingang, aber das werden wir etwas umtun. Wir werden sowieso hier den Bereich etwas pflastern, also habe ich mir gedacht, komplett wurscht. Hier ist auch leider noch ein Loch, also das müssen wir auch noch irgendwie eine Mauer dazu bauen oder sonstiges, aber ich habe mir gedacht, ich zeige es euch zuerst und nicht, dass dann irgendwelche besseren Vorschläge kommen und ich da schon wunderbar gebaut habe und dann alles wieder rückbauen muss. Was ich hier gemacht habe, vielleicht machen wir einen kurzen Schwenk hinein, ist, dass ich hier dieses Set... Ja, jetzt ist es soweit, der Zug ist schon eine halbe Runde halb entgleist gefahren. Hat sich aber genau bis hierher, wo ich gestanden bin, gehalten und ist jetzt hier zum Stehen gekommen. Also da sagt nochmal einer, die gute alte 9-Volt-Technik hat nichts drauf, aber Rita, wir hören dir zu. Offensichtlich. Offensichtlich. Aber gut, ich sage jetzt mal nicht dazu. Also alle, die Hogwarts nicht interessiert, aber Züge haben heute auch was davon. Hier unten habe ich dieses Set eingebaut mit der Treppe, die sich bewegen kann. Ihr kennt es, ich habe es euch schon mal gezeigt, hin und her. Was ich super finde. Das ist super cool, ja. Das irgendwie so kombiniert hat, dass das hier so mehrstöckig alles aufgebaut ist. Also Hut ab vor dieser Leistung. Das sieht echt, Schwenk echt nett aus. Hier rüber. Hogwarts wird einfach immer höher und immer bombastischer, muss man schon fast sagen. Ja. Es ist nicht ganz einfach, die alten und die neuen Sets zusammenzustellen und das Ganze zu kombinieren, aber ich finde, Rita, du hast das wirklich, wirklich nett gemacht. Gefällt es dir auch, dann bin ich froh. Das Gute ist, ich kenne mich ja bei den Filmen nicht wirklich aus, obwohl wir sie ja mal angeschaut haben. Und jetzt fällt mir das zum Beispiel gar nicht so auf, dass jetzt vielleicht das ein oder andere Detail jetzt nicht ganz filmkonform ist. Naja, das ist klar. Aber also, das war ja vorher auch schon so. Und das war vorher auch schon so. Stecken geblieben. Ich finde das gut, dass er da bei dem Loch stecken geblieben ist. Weißt du warum? Denn ich wollte, dass du da sowieso reinkrabbelst für mich. Damit ich nicht wieder den ganzen Bauernhof umhau. Ja,
Mal schauen, wo wir da am besten reinkommen. Ich glaube, hier. Ja. Moment. Christoph krabbelt. Weil ich euch natürlich das Ganze auch von der Rückseite zeigen möchte, weil ihr habt es sicher jetzt schon gesehen, Blick von oben, hier habe ich versucht, das wirklich komplett quasi die Rundung zu vervollständigen, quasi. So, schwenkt zu Christoph. Ja. Okay, dann sind wir hier wieder zurück am Start. Rita, du darfst dich auch mal vorstellen bei unseren Zusehern. Du hast ja noch, oder hast du schon in diesem Video? Ja, natürlich, hast natürlich. Du schon in deiner vollen Pracht gesehen. Mit Mickey Mouse Pullover. Je nachdem, auf welcher Seite das Layout steht, die Vorder- oder auch Hinterseite. Ich glaube eigentlich auf die Hinterseite des Harry Potter Layouts. Ja. Und bitte, du musst weiterreden, weil ich kann das nicht viel sagen. Außer, dass das jetzt hier wie ein geschlossenes Schloss aussieht. Vorher war das ja halb offen auf der Hinterseite. Ja. Jetzt teilweise dreistöckig, also 1, 2, 3. Ich bin wirklich begeistert. Hier ist auch der Keller von der neuen Halle. Liege ich da richtig? Von der neuen großen Halle? Genau. Das ist übrigens auch noch ein Detail. Das zeige ich euch dann noch von innen, aber das machen wir nachher. Ich habe natürlich jetzt nicht zwei große Hallen, sondern ich habe die neue große Halle ausgebaut und da ist jetzt ein Zimmer drin, ein Klassenzimmer. Zeige ich euch dann aber gleich noch. Ja, ich finde, es passt eigentlich sehr gut. Es ist jetzt alles hierzu. die Quidditch-Spieler, genau, die fliegen auch wieder wie wild. Das Einzige, was jetzt natürlich noch nicht so super ist, und da bin ich auch froh, dass Christoph jetzt in der Luke drinnen steht, da kannst du dann vielleicht gleich drinnen bleiben, denn Hagrid's Hütte passt jetzt leider nicht mehr so hier. Wir tun dann Abendessen. Es ist schon sehr spät heute. Tim schläft schon. Hast du nichts gekocht? Ein, zwei kleine Handgriffe und dann koche ich währenddessen was. Diese Frau. Ich möchte nur auf euch was zu zeigen und ich verhungere. Richtig. Kann passieren. Ich dachte mir vielleicht Hagrid's Hütte, dass wir die vielleicht hier auf die Hinterseite stellen oder so von dem Quidditch-Feld, denn das Quidditch-Feld muss wohl hier bleiben, nachdem jetzt Harry Potter und Co. schon hier rumfliegen. Aber entweder Hagrid's Hütte auf die oder auf die andere Seite. Und dann habe ich noch dieses Set hier, das ich noch nicht eingebaut habe, aber ich habe mir gedacht, nachdem das ja auch was mit Quidditch-Spielen bzw. Besenfliegen zu tun hat, dachte ich mir, dass ich das dann irgendwie da noch hinstellen kann, weil es passt nämlich nicht mehr. Ich habe nämlich alles aufgestellt und jetzt wird das nicht mehr reinpassen und es ist ein Set, das am Boden stehen muss, weil hier unten der Eingang ist. Wann kommen die nächsten Harry Potter-Sets raus? Hoffentlich nie wieder. Dann werden wir hier wieder vor einer Riesenbaustelle stehen. Da. Oh no. Jetzt kommen vielleicht wieder doppelte Sets raus. Sie haben ja jetzt auch schon diverse Male was rausgebracht, ja, was mal rausgekommen ist. Falls ihr fragen solltet, nein, den großen Harry Potter Zug mit dem Bahnhof haben wir uns bis jetzt nicht gekauft, den werden wir uns auch, glaube ich, nicht kaufen, weil er hier nicht ins Layout passt. Auf den Bahnhof verzichten wir gerne, weil wir schon einen anderen Bahnhof haben und wir wollen wann schon einen Zug, der fahren kann und das ist der dort drüben. Ja. Also der kommt nicht hier rein, auch wenn es ein schönes Display-Set ist, aber nicht zu diesem Preis. Ja. Und ich muss ganz ehrlich sagen, jetzt wo hier ein bisschen aufgeräumt ist und wo das alles ein wenig anders hier steht, gefällt mir der Bereich auch von hier fast noch um ein wenig besser. Es ist eigentlich sehr geräumig hier, weil ja der Harry Potter Bereich mehr oder weniger hier dort drüben bis zu diesem, keine Ahnung wie der heißt, Nightbus geht. Mhm. Und auch hier auf der anderen Seite der Gleise ja dieser Koffer der fantastischen Tierwesen und diese Kutsche und dieses Miniatur. Wunderland. Ja. Oder möchte ich gerne mal hin. Wir waren noch nie im Miniatur-Wunderland. Ich war noch nicht mal in Hamburg. Und hier ist eigentlich jetzt relativ viel Platz. Also ich weiß, es sind, glaube ich, jede Menge Figuren, die jetzt dort am Tisch liegen. Und auch Joy Force und Brick World und was weiß ich was. Alles dann dort nochmal hin, aber die kommen alle wieder rein. Das können wir euch versprechen. Also vielleicht nicht jede x-beliebige Figur reingegeben haben, aber die Sitfits und auch die relevanten Figuren genauso beim Disney-Bereich. Nein, ich wollte ja nur zeigen, ich habe die Platte nämlich gleich so rausgegeben, wie die Figuren da gestanden sind und das werde ich dann genauso wieder hinstellen. Das ist eine sehr, sehr gute Idee. Also Brixenville war das. Sorry. Platz des Disney-Schlosses ja auch gerade neu gestaltet wird. Da haben wir auch dazwischen den Gleisen noch ein bisschen Platz.
Und da werden wir natürlich alle Figuren dann wieder hingeben, wenn hier die Bodenplatte adäquat verarbeitet wurde. Und nochmal, also ihr seid da mehr die Leute, die Rita, auf die Rita hört. Wenn ihr wieder was in die Kommentare schreibt, dann hört sie mehr auf euch als auf mich. Lass mich den Satz noch beenden. Aber ich finde das cool, dass hier auf jeden Fall dieser Harry Potter Bereich jetzt ein bisschen abgeschlossen ist, auch vom Disney-Bereich, der ja hier dann kommt. Das heißt, man geht jetzt in den Park rein durch die Winkelgasse, biegt dann von dort aus gesehen links ab und ist im Harry Potter Schloss drinnen. Geradeaus wird es dann in den Disney-Bereich gehen. Ich werde ja auch einen Übergang machen. Also den habe ich halt noch nicht gemacht. Einen Übergang hier von der Winkelgasse, Momentchen, von der Winkelgasse dann hier über die Gleise und dann hier rein. Ihr habt das, also das ist eh noch recht gleich geblieben, wie es vorher war. Und da werden wir sicher einen Übergang machen, den ich noch nicht gemacht habe bisher, weil ich mir gedacht habe, wenn ich jetzt alles umstelle, dann macht das natürlich keinen Sinn. Und ich zeige euch hier noch ein kleines Detail. Das ist die große Halle quasi, die neue große Halle. Und die ist aber nicht mehr, sondern das ist eben das Klassenzimmer von diesen Harry Potter Moments, oder wie heißen die? Diese ja. Bücher. Und das ist das schwarze Buch mit Mad-Eye Moody, beziehungsweise dem falschen Mad-Eye Moody, aber in dem Fall ist das egal. Und der hat jetzt eben sein Klassenzimmer hier, und hier links ist sogar die Kiste, wo dieser kleine Mad-Eye Moody drinnen ist. Den kann ich euch auch gleich noch zeigen. Ich glaube, da habe ich die zweite Figur, ich finde das ja ganz cool, da ist nämlich eine Ersatzfigur auch noch dabei gewesen, Momentchen, bei meinem Saustall. Finde ich das jetzt wieder nicht. Da ist noch eine zweite Figur dabei gewesen von dieser Microfigure. Marita hat alle ihre Harry Potter Utensilien jetzt dort drüben stehen, ja. Den konnte ich noch nicht mit der neuen Tischplatte zu bauen. Ach, hier ist es. Das ist das Set. Genau. Lassen. Und das ist quasi der Fuzzi kleine. Hallo. Ja. Die Microfigure von Mad-Eye Moody, der ja dann da unten quasi gefangen ist in dem Koffer. Eine traurige Geschichte. Ja. Ich habe noch zwei kleine Anmerkungen. Bitte. Bitte. Einerseits muss ich sagen, recht gut oder danke an. Ich weiß nicht, wer das in den Kommentaren geschrieben hat. Es sind jetzt hier sandgrüne und dunkelgraue Dächer. Dächer, ja. Aber ich finde dadurch, dass es war ein langer Tag. Fällt das gar nicht auf. Ich habe übrigens auch weitergebaut, kommt demnächst das Update. Fällt überhaupt nicht auf, dass das jetzt unterschiedliche Farben sind. Es ist wirklich, wirklich schön geworden. Und dieses ganze kleine Krimskrams, was sonst noch so an Harry Potter Sets herausgekommen ist, was wir hier an der Tischkante hatten, diesen Riesen und diese, keine Ahnung, dieses durchsichtige Pferd oder was das sein soll, dieses Rentier, das kann ja immer auch hier an dieser Tischkante stehen bleiben oder wir transferieren es hier rüber. Also da muss ich sagen, ist wirklich eigentlich mehr Platz geschaffen worden, als ich mir gedacht habe. Und das, obwohl Rita mehr Sets jetzt hier auf der Platte stehen hat, als auch zuvor. Ja, ein Patronus. Ja. Danke. Wir werden vielleicht auch innen noch ein wenig fließen oder innen noch ein wenig ausgestalten, denn das ist noch ein bisschen karg. Aber das können wir ja gerne noch machen. Die Sets kann man, wie gesagt, auch nach Belieben noch verschieben, wenn ihr Ideen habt, wie etwas ein wenig besser aussehen könnte. Ich dachte vielleicht in Dark Tan fließen. Ich meine, den weißen Bereich lasse ich, weil das ist ja die... Ich sag's euch, dieser Mann ist ja wirklich... Ich wollte nur kontrollieren, ob beim Vestas Wind noch Strom erzeugt wird. Aber ja, wir haben noch Strom. Er ist zwar teuer, aber wir haben noch Strom. Weil ja hier auch die Lichter leuchten. Ja, weil ja auch so viel Wind geht hier drin. Was wollte ich sagen? Ach ja, das Weiße werde ich auf jeden Fall lassen, weil der Schnee ist ja gut für dieses Winterfest, was sie da hatten, diesen Winterball. Aber Lime Green und Blau hätte ich gerne vielleicht mit Dark Tan gefliest oder so. Ja, das würde ich sagen, war es von unserem Harry Potter Update. Ein schräges Harry Potter Update. Mich ist doch im Endeffekt mehr interessiert, als ich am Anfang gedacht habe. Rita hat gesagt, machen wir ein Harry Potter Video. Ich habe gesagt, ja, okay, mach du. Ich fahr Zug. Aber jetzt hat es mich doch sehr interessiert und fasziniert. Es sind wahnsinnig schöne Sets. Und ich muss sagen, der Vergnügungspark, so mit Western und Dino und allem möglichen Piratenbereich, der nimmt jetzt ganz schön
Fahrt auf und wird immer, immer cooler. Und dank euren Kommentaren natürlich auch. Und das freut uns sehr. Ja. Ich werde jetzt Christoph noch in der Luke einsperren, bis er endlich die Sets umstellt oder so hinstellt, wie ich das gerne hätte. Mal schauen, ob das funktioniert. Ansonsten gibt es kein Abendessen heute. Und ihr werdet sehen, wie es dann ausgegangen ist. In dem Sinne, esst auch eh was Gutes zu Abend und baut was Schönes. Und dann sehen wir uns ja hoffentlich bald wieder. Ja, vielleicht wieder bei Harry Potter oder woanders in der Stadt. Wer weiß. Wir freuen uns. Tschüss.